ein tolles Weihnachtskeksrezept für euch. Und zwar das dritte und letzte von meinen Lieblings-Weihnachtskeksrezepten. Ich hoffe, dass irgendwann noch mehr dazukommen, aber diese drei Rezepte, die zwei, die ich euch schon gezeigt habe und das, was jetzt natürlich kommt, und zwar Vanillekipferl, die mache ich wirklich jedes Jahr und das wirklich in Massen. Und da ich diese Kekse natürlich auch jedes Jahr mache, also diese Vanillekipferl, will ich euch das Rezept natürlich von mir auch noch zeigen. Und ja, wie die aussehen, das wisst ihr, glaube ich, alle. Und darum würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Und an Zutaten braucht ihr dafür 200 Gramm Butter, 180 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Haselnüsse, 100 Gramm gemahlene Mandeln, ein ganzes Ei, ein Eigelb und 70 Gramm Zucker. Und das vermixen wir dann schön mit den Fingern. Ich mag das ja immer da so schön drin rumzumatschen. Das finde ich ja immer so toll. Und das Gute ist, wenn man jetzt zum Beispiel alle Rezepte gleichzeitig macht, wie ich das ja eigentlich jedes Jahr zu Weihnachten mache, dass ich wirklich dann immer alle Rezepte mache, passt das immer ganz gut zum Beispiel mit diesen Marmeladenkeksen, die ich gemacht habe. Da braucht man ja zum Beispiel ein Eiweiß für. Für dieses Rezept braucht man ein Eigelb. Dann hat man auf jeden Fall schon mal ein Ei aufgeteilt für zwei Rezepte. Das ist zum Beispiel auch ganz gut. Ihr müsst das natürlich nicht machen, dass ihr dann alle auf einmal macht, so wie ich. Das ist nämlich ganz schön viel Arbeit. Ihr könnt natürlich auch euer Lieblingsrezept euch dann raussuchen. Und dann fangen wir jetzt einfach an. Ich hau mir jetzt auf jeden Fall alle meine Zutaten hier schon mal in meine Schüssel rein. Alles schön durchgematscht. Das ist besonders auch immer schön mit Kindern, finde ich, wenn man sowas macht. Denn die lieben das natürlich auch dann in dem ganzen Teig da drin rumzumatschen. Also ich fand das auf jeden Fall als Kind immer super toll. Und das müssen wir jetzt so lange machen, bis wir so einen richtig schönen glatten Teig haben. Am besten sollte eure Butter auch so Zimmertemperatur haben. Dann geht das viel einfacher zu verkneten, als wenn ihr die gerade aus dem Kühlschrank geholt habt. Dann ist die natürlich relativ hart und dann braucht ihr ein bisschen länger. Aber es funktioniert trotzdem. Aber einfacher ist es natürlich, wenn ihr sie auf Zimmertemperatur habt. Wer mag, kann sich das dann, wenn ihr das schon mal so ein bisschen zusammengemixt habt und das nicht mehr ganz bröselig ist, könnt ihr euch das gerne auch auf die Arbeitsplatte tun und dann nochmal mit beiden Händen gut durchkneten. Dieser Teig ist auch immer so ein bisschen wachsiger als die anderen. Dementsprechend müsst ihr dann gucken, dass ihr nicht überall alles hängen habt an den Fingern oder an der Arbeitsplatte, damit ihr natürlich auch hinterher noch genug Teig über habt, den ihr dann verarbeiten könnt. So, und dann braucht ihr natürlich wie bei so gut wie jedem Keksteig ein Stück Klarsichtfolie. Und dann müsst ihr den Teig erstmal in diese Klarsichtfolie einpacken. Und dann kommt der Teig für eine Stunde in den Kühlschrank und dann verarbeiten wir den natürlich weiter zu unseren leckeren Vanillekipferln. Wenn die Stunde jetzt um ist, dann können wir natürlich unseren Teig wieder aus dem Kühlschrank holen und den natürlich auspacken, wenn ich das hier irgendwie hinbekomme. Und dann wird er nochmal schön durchgeknetet. Ich mache das, wie gesagt, immer auf der Arbeitsplatte am liebsten. Und wenn ihr das dann verknetet habt nochmal, dann wollen wir daraus natürlich unsere Vanillekipferl formen. Es gibt ja auch diese Backbleche mit diesen Mulden schon für die Vanillekipferl. Ich weiß nicht, ich finde, das ist totaler Schwachsinn. Weil vom Ding her, wenn ihr Vanillekipferl macht, dann nehmt ihr euch einfach ein bisschen Teig ab, macht daraus eine Wurst und knickt die ein und dann habt ihr hier einen super Vanillekipferl, den ihr einfach auf euer Blech packen könnt. Und das geht, finde ich, viel schneller, als die da in diese blöden vorgefertigten Formen zu drücken. Und außerdem müsst ihr dann dieses Blech noch sauber machen. Hier habt ihr ein Backpapier drunter. Könnt das hinterher wegschmeißen und alles ist in Ordnung. Darum weiß ich nicht, was diese Bleche sollen. Aber wer das gerne mit so einem Blech machen möchte, der kann das natürlich auch gerne mit so einem Blech machen. Ich mache das, wie gesagt, lieber mit den Fingern und nehme mir immer ein Stückchen ab. Roll mir das zu einer Wurst. Knick die einfach ein, die Vanillekipferl, und pack die auf mein Backblech. Und das geht wirklich super fix und das machen wir jetzt natürlich mit dem gesamten Teig, bis wir dann natürlich keinen Teig mehr über haben. So, und wenn ihr euer Blech jetzt voll habt, dann kommt ihr natürlich in den Ofen und zwar bei 180 Grad Umluft für 10 bis 12 Minuten.
Die sollten dann so richtig schön goldbraun sein. Die sollen natürlich nicht ewig lange da drin bleiben im Ofen. Ich habe auch mal einen Kumpel gehabt, der wollte unbedingt das Rezept mal ausprobieren und hat die dann, glaube ich, für 20 Minuten im Ofen gelassen und dementsprechend waren die natürlich total verbrannt. Darum, also so 10 bis 12 Minuten reicht vollkommen. Dann sind die auch richtig lecker. Und hinterher sollen die dann natürlich einen Tick abkühlen, aber nicht zu viel, denn wir brauchen die eigentlich noch ziemlich warm. Aber das machen wir dann natürlich gleich, wenn sie fertig sind. Und während die im Ofen sind, machen wir uns natürlich schon mal unsere Glasur sozusagen fertig, denn es sind hier nochmal Vanillekipfel und bisher ist da noch nichts mit Vanille drin, darum kommt das jetzt natürlich noch. Und das mischen wir uns dann gleich schon mal an. So, die Vanillekipfel sind jetzt im Ofen und bei mir ergibt der Teig immer ungefähr 2 Bleche voll. Ihr müsst dann natürlich gucken, wie dick ihr die macht und wie groß eure Bleche natürlich sind. Und da ich 2 Bleche habe und da das auf Umluft gebacken wird, kann man auch immer gerne 2 Bleche reinschieben. Dann hat man die alle auf einmal fertig. Das ist natürlich auch immer ganz schön. Und dafür habe ich mir jetzt einfach hier schon mal 125 Gramm Puderzucker und 7 Tüten Vanillezucker auf einen Teller getan, auf so einen tiefen. Denn da wollen wir natürlich dann hinterher die warmen Vanillekipfel noch drin rumwälzen, damit das auch schön haften bleibt. Und das will ich jetzt einfach mit den Fingern so ein bisschen durchrühren. Denn man will ja auch, dass überall Vanillezucker ist und auch überall Puderzucker. Und ich mache da auch immer richtig schön viel dran, weil ich finde, umso besser schmeckt das dann, je mehr von dieser Vanillezucker-Puderzucker-Mischung da dran ist, umso besser schmeckt das dann auch hinterher. So, und dann warten wir jetzt nur noch auf die Kekse, dass die aus dem Ofen kommen und dann wollen wir die natürlich in dieser Puderzucker-Vanillezucker-Mischung wälzen. So, jetzt sind die Kekse aus dem Ofen und jetzt wird's gemein, denn jetzt müssen wir die warmen Kekse in diese Puderzucker-Vanillezucker-Mischung packen. Und die sind halt noch recht warm. Darum müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht die Finger verbrennt. Aber die müssen auf jeden Fall warm sein, damit das Puderzucker-Vanillezucker-Gemisch auf jeden Fall daran haften bleibt. Die werden dann ordentlich da drin rumgewälzt. Und das dann natürlich mit allen Keksen wird das natürlich gemacht. Und das am besten so schnell wie möglich, damit die nicht so extrem schnell abkühlen und vielleicht manche dann keinen Puderzucker oder sowas mehr da drauf haben. Und da man jetzt dann natürlich immer noch so ein bisschen Puderzucker-Vanillezucker-Mischung über hat, streue ich das dann immer noch mal über die Vanillekipfel drüber, damit da auch nichts von verschwendet wird. Und ich finde, das sieht dann immer ganz cool aus, weil das dann immer aussieht, als wären die so ein bisschen zugeschneit. Und im Endeffekt sind die jetzt auch schon fertig, denn durch dieses Rumwälzen in dieser Puderzuckermischung sind die natürlich auch schon abgekühlt und dann kann man die natürlich auch schon gleich verputzen und das ist immer das Schöne daran. Die sind eigentlich gleich fertig und können direkt gegessen werden. Oder ihr könnt sie natürlich auch verschenken oder was auch immer ihr damit machen möchtet. Das wäre auf jeden Fall mein Vanillekipfelrezept, was ich wirklich jedes Jahr mache und ich finde die einfach super lecker. Ich habe da auch letztes Jahr so andere Formen draus gemacht und habe da so Ninja-Waffen-Cookies draus gemacht. Das Rezept habe ich euch hier mal verlinkt, wenn ihr gerne da mal reingucken möchtet. Da habe ich das gleiche Rezept gemacht und habe die halt, wie gesagt, nur in anderen Formen gemacht. Ihr könnt die natürlich auch allgemein in anderen Formen machen, wenn ihr da irgendwie keine Lust habt, die immer nur in dieser Mondform zu machen. Und könnt dann mal gucken, was ihr dann noch so für schöne Kreationen daraus machen könnt. Ich freue mich jetzt, die zu essen. Ich darf die leider nicht alle essen, weil sich ja wieder mal ein paar Leute angemeldet haben, die ja auch gerne welche abhaben möchten. Und dann war es das im Endeffekt auch schon wieder von mir. Die genauen Mengenangaben habe ich natürlich wie immer in der Infobox für euch notiert, damit ihr auch genau wisst, wie viel ihr von was braucht. Und dann wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal schöne Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye! Willkommen auf der Endcard. Ich habe natürlich wie immer jede Menge Videos für euch verlinkt und zwar zu meinem letzten Freaky Baking Video oder zu meinem letzten Make-up Video oder zu meinem letzten Workshop und natürlich auch zu den anderen Grundrezepten. Und hier an der Seite findet ihr natürlich auch meinen Zweitkanal, meinen Action & Fun Kanal. Wer da gerne mal reingucken möchte, der kann das natürlich gerne tun. Und wer keine Videos mehr verpassen möchte, darf natürlich auch gerne da auf Abonnieren klicken. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und dann will ich euch natürlich auch nochmal meine leckeren Vanillekipfel jetzt zeigen.